Bring mir etwas bei. Sicher! Hey, hast du dir schon einmal überlegt, was du machst, wenn das alles hier vorbei ist? Wenn ich ehrlich bin, habe ich bisher eher relativ kurzfristige Pläne. Warum fragst du? Weißt du, ich habe ja mein ganzes Leben lang kämpfen müssen. Auf Magallan kannst du nur überleben, wenn du stark genug bist. Ja, und man muss sich schon aussuchen, mit wem man befreundet ist. Denn ohne Hilfe von wirklich guten Freunden überlebt man in der Regel nicht lange. Dann stellt sich die Frage, wem man sein Leben anvertraut, die nächsten Jahre, meine ich. Nicht wahr? Ja. Naja, irgendwann wird es eben Zeit, dass, Und was hast du dir da vorgestellt? Ach komm schon. Du weißt doch, was ich meine. Ja, und für mich ist es genauso. Wir sind mehr als nur Freunde. Wirklich? Oh, das freut mich, dass du das so siehst. Ja. Hör zu, wir sollten in Ruhe darüber sprechen. Am besten ungestört. Ja. Ja, das sollten wir. So, da wären wir. Ja, da wären wir. Du bist unsicher, aber das brauchst du nicht. Ich bin nicht so gut in solchen Sachen. Ja, ich weiß. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Nasty, eine starke Kämpferin der Outlaws, gehört zu meinem Gefolge. Nasty? Wirklich?
Ich kenne sie. Sie ist der schlimmste Teufel, den die Wüste je... Alle... Bring mir etwas bei. Alles klar. Halt die Ohren steif. Gut, dich zu sehen. Wer von euch hat es geschafft, meinen Vater von eurer Sache zu überzeugen? Niemand. Vadek hat unseren Weg gewählt, weil er es wollte. Auch du wirst hoffentlich noch erkennen, was für unser Volk das Beste ist. Am besten fragst du ihn selbst danach. Er wartet auf dich, seit er hier bei uns ist. Vater. Jax, du lebst. Es ist also wahr, was man sich über dich erzählt. Ich hatte nicht zu hoffen gewagt. Du hast das Elex abgesetzt? Ich versuche es, mein Junge. Es ist schwierig, die Balance zu behalten. Ich schätze, es ergeht dir nicht anders. Der Entzug ist... In der schlimmsten Anfangsphase war ich bewusstlos. Es geht dir gut. Nur das zählt. Sag, wie ist die Lage da draußen? Was machst du hier bei den Separatisten? Ich hatte keine andere Wahl. Ich habe bis zuletzt versucht, Tarek von seinem Plan abzuhalten. Es ist Wahnsinn und Tarek kennt das Risiko. Doch er ist schon zu verblendet, um die Wahrheit zu erkennen. Der eingeschlagene Weg wird zum Untergang unseres Volkes führen. Der Krieg nähert sich seinem Höhepunkt. Noch ist er nicht entschieden. Ich habe es gesehen. Draußen vor den Toren des Eispalastes sammelt der erste Elexitor Tarek seine Truppen. Nicht mehr lange und er wird ausrücken. Wir müssen das verhindern, sonst wird unser Volk untergehen. Untergang unseres Volkes? Was genau meinst du damit? Tarek hat fast gänzlich seinen eigenen Willen verloren. Jede noch so kleine Entscheidung lässt er sich vom Hybriden genehmigen. Er ist nur noch ein Werkzeug, das ohne Rücksicht auf unsere Direktive handelt. Tarek wird bald alle unsere Maschinen und Soldaten gegen die freien Menschen marschieren lassen. Wie viele Soldaten werden sterben, bis wir unser Ziel erreicht haben? Ich sage, das ist Selbstmord. Wir brauchen alternative Wege. Ist die oberste Direktive denn nicht, das Elex dem Hybriden zu bringen? Ja, aber das war sie doch nicht allein. Was ist mit dem Erlangen von Wissen? Was ist mit der Evolution?
Was ist mit der Erforschung der Natur des Elex? In den letzten Wochen hat sich vieles am Hofe des Eispalastes geändert. Seit du fort bist, sind diese Teile der Direktive nur noch Relikte einer Zeit, wo es um den Erhalt unserer Art ging. Das ist vorbei, glaub mir. Es zählt nur noch der Wille des Hybriden. Zu viele Soldaten sind schon gestorben, als dass ich so noch an eine Zukunft für unser Volk glauben kann. Der Hybrid ist Perfektion, die Krone der Evolution. War das nicht immer so? Ich habe mittlerweile berechtigte Zweifel daran, mein Junge. Es hieß, wir sollten Opfer bringen. Doch mit dem Tag deiner Exekution endete meine Loyalität. Ich opfere nicht meinen eigenen Sohn für die Ideale einer Maschine. Ein starker Wille ist es doch, was die Mutanten von den Alps unterscheidet. Stark, ja, aber frei? Du weißt genau, welchen Preis ein Alp bei seiner Berufung zum Elexitor bezahlt. Mich gerufen, Meister? Unsere Feinde sind im Vormarsch. Die Gemeinschaften der freien Menschen bedrohen die Grenzen unseres Landes. Wir müssen unsere Kräfte bündeln. Es ist an der Zeit, das Kollektiv um eine weitere Stimme zu erweitern. Ich werde einen weiteren von euch in den Stand des Elexitors berufen. Du, Kallax, hast viel erreicht und hast dich dafür als würdig erwiesen. Bist du bereit, ab heute den Elexitoren beizutreten und der Maschine zu dienen? Ja, Meister. Ich bin bereit. So sei es. Öffne deinen Geist und vereinige dich mit mir. Willkommen im Kollektiv, Elexitor von Xarkor. Du und auch dein Bruder seid lange Zeit die stärksten Kämpfer am Hofe gewesen. Und das habt ihr einzig eurem eisernen Willen zu verdanken. Niemand war in der Lage, euch das Wasser zu reichen. Doch sieh dich an. Heute bist du ein Geächteter und Kallax ist nun allein die Speerspitze der Alparmee. Ich habe den Verdacht, dass jemand meinen Fall im Eispalast geplant hat. Wie kommst du nur auf so etwas? Meine Havarie, meine Exekution, das war doch kein Zufall. Du, Jax, warst der Einzige, der den Erhalt deines freien Willens einer Beförderung zum Elexitor vorgezogen hat. Jeder andere, dem diese Ehre zuteil wurde, hat sie auch wahrgenommen. Und ist nun ein verlängerter Arm des Hybriden. Mag sein, dass jemand deinen Sonderstatus als Problem ansah. Doch wer? Ich weiß es nicht. Was ist mit dem Hybriden? Unsinn. Die Maschine hat doch von deinen Leistungen am meisten profitiert. Man tötet doch nicht sein bestes Pferd im eigenen Stall. Was ist mit dem ersten Elexitor Tarek? Möglich. Aber ich sagte ja, er ist nicht mehr ganz der Alte. Und für eine Intrige dieser Art gegen den Willen des Hybriden wäre er nicht mehr stark genug. Was ist mit meinem Bruder Kallax? Das glaube ich nicht. Außerdem ist er ein Elexitor und konnte dir immer direkte Befehle erteilen. Du warst ihm weder im Weg, noch hatte er Grund, an deiner Loyalität zu zweifeln. Deine Exekution befahl er lediglich, weil die Direktive ihn dazu zwang. Was ist mit dem Eremiten? Was ist mit Saddam?
Er hat möglicherweise etwas mit dem Angriff auf meinen Gleiter zu tun. Selbst wenn, dann hätte er das aus anderen Gründen getan, als dich aus dem Eispalast zu befördern. Zardom wollte schon immer der erste Elexitor werden. Alles, was er jemals getan hat, zielte darauf ab. Er hat doch kein Interesse daran, einen loyalen Commander aus dem Weg zu räumen, der gar nicht Elexitor werden will. Warum dann der Angriff auf meinen Gleiter? Zardom muss gewusst haben, dass ich an dem Tag nach Idan fliegen würde. Er muss gewusst haben, welchen Auftrag ich hatte und wie er meinen Gleiter zum Absturz bringt. Zu dem Zeitpunkt, als du deinen Auftrag vom Hybriden bekamst, war Zardom schon lange im Exil. Wie sollte er also all das hier draußen erfahren haben? Jemand, der zu der Zeit im Eispalast war, muss es ihm gesagt haben. Wer weiß. Zardom selbst war es jedenfalls nicht. Wer könnte es dann gewesen sein? Ich weiß es nicht. Du solltest dich jetzt besser auf deine aktuelle Situation konzentrieren, Jax. Wenn es überhaupt einen Verräter gibt, wirst du seinen Namen kennen an dem Tag, an dem du die große Rampe des Eispalastes wieder emporschreitest. Wo ist Kallax jetzt? Dein Bruder weiß, dass du noch lebst. Er ist auf der Suche nach dir. Er will vollenden, was er angefangen hat, bevor er selbst Opfer der Direktive wird. Darum ist er auch allein unterwegs. Ich hörte, dass er in den an Xakor angrenzenden Gebirgszügen von Abessa auf eine Nachricht seiner Späher über deine Aktivitäten wartet. Er beobachtet das Land und wird zuschlagen, wenn er dich aufspürt. Nicht, wenn ich ihm zuvorkomme. Mir wäre lieber, dass ihr euch einigt, statt euch zu bekämpfen. Dazu ist es wohl ein wenig zu spät. Es muss doch einen Weg geben, ihn aus den Klauen des Hybriden zu befreien. Rede mit ihm. Er ist verblendet, genauso wie Tarek. Ich bin nicht mehr der Stärkere von uns beiden. Also sollte deine Sorge besser mir gelten. Geh zu deinem Bruder, Jax. Versuche dein Bestes. Meine Gedanken werden euch beide begleiten. Hör auf deine innere Wenn du willst, dass ich...
Systeme klar. Jetzt brauchen wir den ganzen Saft. Gute Arbeit. Wir werden jetzt zur Zentrale gehen. Den Rest überlassen wir dem Autopiloten. Ich bin nicht gut genug. Das kann ich nicht mehr tragen. Zu einfach. Scheiße, komplette Überlastung aller Systeme. Autoabschaltung hat schon begonnen. Mist. Dann muss ich wohl selber raus, um alles klarzumachen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Saddam ist verschwunden. Zufall. Eine gute Gelegenheit, seine Sachen zu durchsuchen. Also doch. Dieses Schriftstück beweist, Saddam und ein Outlaw namens Ray stecken also hinter dem Angriff auf meinen Gleiter. Ray. Bin schon gespannt, welche Ausrede er mir dieses Mal wieder auftischen wird.
Was tot ist, sollte auch tot bleiben. Man sagt, du stehst jetzt auf der Seite der Menschen. Noch ein weiteres Vergehen gegen die Direktive. Du selbst hast dagegen verstoßen. Sonst wärst du nicht hier, um dein Versagen bei meiner Exekution zu korrigieren. Du hast es mir nicht leicht gemacht, dich zu finden. Untergekrochen und verborgen in den Kellern der Pestratten dieser Welt. Was sagen deine neu erworbenen Emotionen dazu? Bist du jetzt stolz? Oder zitterst du vor Angst, weil du weißt, dass nun dein Ende naht? Gefühle können dich täuschen. Aber sie sind auch von Nutzen. Ich verspüre ein gewisses Gefühl der Rache. Sie ist eine mächtige Triebfeder, auch wenn sie irrational ist. Irrelevant. Dein Kapitel ist hier zu Ende und unsere Herrschaft über die freien Länder beginnt. Ja, eine Herrschaft des Kollektivs, ohne Freiheit des eigenen Willens. Ihr denkt, das sei der einzige Weg, zu wahrer Perfektion zu gelangen. Doch ich glaube, dass da noch mehr ist. Ich habe viel hier draußen in den Ländern der freien Menschen gelernt und beginne zu begreifen. Nein, Jax. Was du nicht begreifst, ist, dass du selbst schon lange ein Teil des Kollektivs bist, obwohl du nie den Code zum letzten Shot bekommen hast. Unsinn, ich war nur ein Alp-Commander und habe nie die Robe angenommen, die du trägst. Unwichtig. Ich werde nun meinen Fehler korrigieren und nichts wird dich dieses Mal retten, Bruder. Yeah.
Aus Regierungsreihen ist Durchsturz der Regierung. Das Militär hat die Es wird dazu geraten, einen Ort unterhalb der Erde aufzusuchen. Der Aufenthalt im Freien wird tödlich sein. Die Menschen werden gebeten, so viele Vorräte wie möglich anzusammeln. Experten zufolge kann es zu... Der leitende Wissenschaftler muss verschwinden. Er hat das gesamte Projekt mit seiner Offenbarung gefährdet. Wir werden jetzt alle Bemühungen auf das Shuttle setzen. Aus Regierungsreihen ist durchgesickert, dass die Gefahr real ist. Der größte Vertuschungsskandal unserer Geschichte. Ein Meteor wird bald hier einschlagen. Wir erhalten Nachrichten, dass in vielen Städten bereits Panik ausgebrochen ist. Bürger verlassen fluchtartig ihren Wohnort. Die Straßen sind völlig dicht. Es wird dazu geraten, einen Ort unterhalb der Erde aufzusuchen. Der Aufenthalt im Freien wird tödlich sein. Die Menschen werden gebeten, so viele Vorräte wie möglich anzusammeln. Experten zufolge kann es zu starken Nachbeben kommen. Diese lösen möglicherweise eine Flutwelle aus. Bitte warten Sie auf weitere örtliche Anweisungen. Sturz der Regierung. Das Militär hat die Parlamentsgebäude gestürmt und abgeriegelt. Keine Meldung des Präsidenten. Wir sind der letzte Turm auf Sendung. Wir können nur warten und den Atem anhalten. Solange es geht, wird Musik übertragen. Thank you.
Das war wohl nichts. Zu einfach. Aus Regierungsreihen ist durchgestürzt der Regierung. Das Militär hat die Parlament. Es wird dazu geraten, einen Ort unterhalb der Erde aufzusuchen. Der Aufenthalt im Freien wird tödlich sein. Die Menschen werden gebeten, so viele Vorräte wie möglich anzusammeln. Experten zufolge kann es zu starken Nachbeben kommen. Diese lösen möglicherweise eine Flutwelle aus. Bitte warten Sie auf weitere örtliche Anweisungen. Jetzt nicht. Kallax hat mich in eine Falle gelockt. Eine halbe Alparmee hat mir da oben in den Bergen aufgelauert. Sagtest du nicht, Kallax sei allein unterwegs? Tut mir leid. Ich dachte, meine Informationen seien zuverlässig. Woher genau hast du die Informationen überhaupt? Er hat es mir selbst gesagt. Dann hat Kallax dich benutzt und hat dich absichtlich diesen Unsinn glauben lassen. Und ich laufe ihm geradewegs in die Falle. Er ist völlig verblendet. Du musst irgendeinen Weg finden, ihn da rauszuholen. Das kann ich dir nicht versprechen. Dieser Wahnsinn muss endlich ein Ende haben. Kallax erzählte mir, ich sei schon lange ein Teil des Elixitoren-Kollektivs. Was hat er damit gemeint? Nun,
Du warst ihm direkt unterstellt. Ihr habt zusammen eine Menge bewegt im Namen des Hybriden. Ja, aber ich kenne nicht einmal den Code zur Kammer des Hybriden. Kallax als vollwertiger Lexitor hatte immer Zugang. Und nur er hat meistens direkt mit dem Hybriden gesprochen. Aber da steckt doch noch mehr dahinter. Warum hast du Kallax nicht selbst danach gefragt? Es gab ein paar Kampfmaschinen, die mich daran hinderten. Du musst noch einmal mit ihm sprechen. Wie soll ich mit Kallax sprechen, ohne dass ich wieder in eine Falle laufe? Du musst einen geeigneten Ort finden, wohin ihm seine Kampfmaschinen nicht folgen. Dann musst du ihn dorthin locken. Wo soll dieser Ort sein? Ich weiß es nicht. Das wirst du selbst herausfinden müssen. Kallax anlocken? Ist das dein Ernst? Ich wüsste da vielleicht etwas, aber... Die Zeit des Zauderns und der Bedenken sind vorbei, Vater. Gib mir endlich etwas, was mir weiterhilft. Es ist etwas Wichtiges geschehen in der Vergangenheit, das ich dir nie erzählt habe. Kallax weiß es schon sehr lange. Und er weiß auch, wenn es im Eispalast bekannt würde. Was dann? Nun, er würde ziemlich sicher seinen Rang als Elexitor verlieren. Was? Aber... Es gibt da ein unscheinbares kleines Fischerdorf auf einer Insel im Süden von Edan, das heute verlassen sein müsste. Dort wirst du die Antwort auf all deine Fragen finden, mein Sohn. Du schickst mich einfach weg nach so einer Andeutung? Du musst es selbst sehen, um es zu verstehen. Wenn du zurück bist, werden wir darüber sprechen. Hör auf deine innere Stimme, mein Sohn. So, da ist das Dorf, das ich mir für meinen Vater ansehen sollte. Die Luft hier riecht wie... Es erinnert mich an etwas. Ich kenne diesen Ort, ich war früher sehr oft hier. Dieser Weg, der Strand, die Hütten. Aber das ist... Es muss sehr lange her gewesen sein. Ich war noch ein Kind. Ein Kleinkind vielleicht. Ich habe hier gelebt. Mit meinen Eltern. Es ist verwirrend, aber ich beginne mich zu erinnern. Es war in einer verregneten Nacht. Sie kamen aus dem Norden. Mit ihren Waffen aus Licht und Feuer. Die Menschen gerieten in Panik, sie rannten. Jeder versuchte, sich zu verstecken. Wir hörten die Menschen schreien. Der andere Junge neben mir in unserem Versteck. Er hatte genauso viel Angst wie ich. Dann fand uns einer von ihnen und brachte uns in den Norden. Alle anderen waren fort. Was blieb, waren leblose Körper in der Brandung. Es gab nur noch mich und den anderen Jungen. Wie hieß er noch? Dieser fremde Mann nannte mich Jax. Und den anderen Jungen Kallax. Ich verstehe jetzt. Das ist es, was Vadek mir all die Jahre verschwiegen hat. Kallax und ich sind Kinder von Edan. Aber das würde ja bedeuten, dass... Der alte Mann wird einiges erklären müssen.
Jetzt nicht. Ich war im Fischerdorf in Edan, das du erwähntest. Dann verstehst du jetzt? Ich verstehe, dass Kallax und ich die Söhne von Berserkern sind, nicht deine. Ich verstehe, dass du unsere Eltern getötet und uns als deine Kinder in den Eispalast verschleppt hast. Was ich aber nicht verstehe ist, warum? Deine Mutter und ich konnten keine Kinder zeugen. Doch ich wollte nachkommen. Ich wollte, dass meine Dynastie die mächtigste aller Alps werden sollte. Und durch meinen Schachzug mit euch war ich am Ende auch erfolgreich. Sieh dir an, was aus euch geworden ist. Ihr seid heute die Speerspitze der Alparmee. Du meinst, wir waren es? Deine Bastarde versuchen sich gerade gegenseitig zu töten. Ja, ich weiß. Einiges ist mir etwas aus den Händen geglitten. So nennst du das. Du Schwein hast unser Leben zerstört. Alp, ich hätte nicht wenig Lust, dich am nächsten Baum aufzuhängen. Du hast meine Familie getötet. Jemanden, den du nicht einmal kennst. Und von welchem Leben sprichst du da? Ein Leben als Fischer oder Landstreicher in den Wäldern und Rattenlöchern von Edan? Kallax und auch du habt mir beide sehr viel zu verdanken. Wie auch immer, das ist es jedenfalls, womit du Kallax anlocken kannst. Niemand im Eispalast wird auf einen Mann hören, dessen Wurzeln beim Erzfeind zu finden sind. Wenn du ihm androhst, das im Eispalast publik zu machen, wirst du seine ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Nur Geduld. Der Tag wird kommen, an dem du weißt, an welchem Ort du Kallax stellen kannst. Hör auf deine Inneren. Störe mich nicht. Hier steht etwas. Heilmethoden für Krankheiten. Auch der graue Tod. Ein Rezept für eine Tinktur aus Pflanzen. Vielleicht verrät mir ein zweites Buch, wo ich die Pflanzen finden kann. Hier steht, an welchen Orten seltene Pflanzen wachsen. Gasdolden wachsen üblicherweise in schattigen, stark bewachsenen Senken. Graukraut findet man häufiger auf begrünten Anhöhen im Hochland. Jetzt brauche ich nur noch einen fähigen Heiler, der mir die Tinktur gegen den grauen Tod zusammenbraut.
Die Gasdolde aus dem Rezept für das Heilmittel gegen den Grauen Tod. In der Tat eine seltene Pflanze. Die brauche ich für Nestys Heilmittel. Ich habe hier ein Rezept für ein Heilmittel gegen den Grauen Tod. Oh ja, ich hörte davon. Wenn ich mich recht erinnere, hat es mit Graukraut oder Gasdolde zu tun, nicht wahr? Ja, richtig. Wenn ich dir die Zutaten bringen würde, könntest du mir das Zeug dann herstellen? Nun, es kommt auf das Rezept an, aber ich könnte es ja mal versuchen. Mhm. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Wenn der Dreck erstmal von den Stiefeln...
Woraus bestehen deine Stims? Aus allem, was gut ist. Natürlich, hauptsächlich aus Elex. Elex ist der Grundstoff für jeden guten Hai. Aber keine Angst. Von meinen Stims wirst du nicht emotionslos und kalt. Das Elex dient nur als Stoffträger für den direkten Zugang zu deinen Nervenbahnen. Meine Stims sind sicher. Ich brauche ein Heilmittel gegen den grauen Tod. Na dann viel Erfolg. So viel ich weiß, ist die Krankheit unheilbar. Also, ich habe hier ein Rezept für ein Heilmittel. Was? Was? Zeig mal her. Okay, also, naja, könnte klappen, wenn ich die richtigen Zutaten hätte. Und wenn ich sie dir besorge? Tja, dann, ich denke, dann könnte ich dir das Heilmittel herstellen. Für einen kleinen Aufpreis natürlich. Aber ob es dann auch wirkt? Hier, etwas Graukraut und eine Gasdolde für ein Heilmittel gegen den grauen Tod. Oh, es war bestimmt nicht einfach, diese Ingredienzen zu beschaffen, nicht wahr? Gut, dann werde ich mich gleich an die Arbeit machen. Du kannst hier warten. Es wird nicht lange dauern. So, hier hast du die Medizin gegen den grauen Tod. Eine sehr interessante Tinktur. Wird es funktionieren? Ich denke schon. Ich habe schon viele Berichte über eine erfolgreiche Therapie damit gehört. Sehr gut. Danke. War mir ein Vergnügen. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Du bist jetzt mit der Kleinen zusammen? Ja, das stimmt. Sie ist, Ja, erspar mir das Gelaber. Mich interessiert euer Gefummel nicht. Ich habe hier etwas für dich. Eine Tinktur. Was? Wofür? Was soll das? Vertrau mir einfach und nimm das Zeug. Ha, den Spruch hätte ich jetzt von einem unserer Schieber erwartet. Also, was ist da drin? Ein Heilmittel. Verdammt! Ich hab dir doch gesagt, ich will nicht mehr über meine Krankheit sprechen! Nimm es! Nur über meine Leiche! Sei ruhig jetzt und nimm es! Ach, na dann gib her, wenn es dich glücklich macht. Aber trinken werde ich die Scheiße nicht! Es ist ein Heilmittel gegen deine tödliche Krankheit. Und ich bin mir sicher, dass du das Richtige tun wirst. Oh, halt den Mund! Alles okay? Könnte besser sein.
Was ist bloß los mit dir? Dieser Tonfall verrät mir, dass irgendwas im Busch ist. Sagt dir der Name Zadom irgendetwas? Du weißt es also. Was weiß ich? Ja, der Mist mit deinem Gleiter. Ja, verdammt. Ich war der Schütze, der dich vom Himmel geholt hat. Tut mir leid, ich hätte dir schon viel früher davon erzählen sollen. Wovon? Deinem Vertrag mit Zadom? Deinem Verrat? Ich hatte keine andere Wahl. Er hätte sonst... Ja, Zadom kann überzeugend sein. Ich kannte dich nicht. Für mich warst du nur ein weiterer dieser Mörder aus dem Eispalast. Heute weiß ich, dass du viel mehr bist als das. Du wirst die Geschicke der Welt lenken, wenn du erst einmal wieder im Eispalast bist. Und ich werde dir dabei helfen, so gut ich kann. Was hat Zadom dir für deine Rolle in dieser Geschichte gezahlt? So ist das nicht, mein Freund. Er hat meinen kleinen Bruder, Tom. Er hat gedroht, Tom zu töten, wenn ich ihm nicht bei seiner Sache helfe. Ja genau, jetzt weißt du, warum ich mit dir nicht darüber reden wollte. Jetzt verstehe ich den Eintrag in deinem Vertrag mit Zadom. Es ging um die Verwandlung von einem Menschen in einen Schakal. Was? Wovon redest du? Ich denke, Zadom hat deinen Bruder in einen Schakal verwandelt und ihn irgendwo ausgesetzt. Er bewegt sich unter uns, irgendwo, direkt vor unseren Augen, ohne dass wir es bemerken. Aber bist du sicher? Ich kenne Zadom. Das passt zu seinem Charakter. Aber wie können wir Tom dann finden? Wo ist Zadom jetzt? Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er ist wieder im Eispalast. Naja. Ich glaube, ich weiß, wo sich dein Bruder aufhält. Was? Wo? Im Lager läuft ein zahmer Schakal umher. Ein sehr ungewöhnliches Phänomen. Ich habe den Verdacht, dass es dein Bruder sein könnte. Worauf warten wir dann noch? Wir müssen ihm helfen. Ja, und ich denke, ich weiß auch schon wie. In deinem Vertrag mit Zadom fand ich den Trigger, den Zadom deinem Bruder für seine Rückverwandlung eingepflanzt hat. Okay, du scheinst ja zu wissen, was du tust. Aber beeil dich bitte damit, bevor Tom noch von jemandem aus Versehen über den Haufen geschossen wird. Komm mal her, mein Junge. Na gut. Versuchen wir es mal. Orion! Was? Ray? Bist du das? Langsam, Junge. Du bist noch etwas benommen von deinem speziellen Zustand. Was ist denn passiert? Das Letzte, was ich noch weiß, ist dieser Elexitor. Zadom hat dich in einen Schakal verwandelt. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ich kann mich nicht erinnern. Ist schon gut, mein Junge. Das Wichtigste ist, dass du wieder hier bist. Setz dich erstmal. Du wirst dich schon wieder erholen. Tja, was soll ich sagen? Ich schätze, ich kann dir gar nicht genug danken. Mir würde schon reichen, wenn ich mich ab jetzt auf dich verlassen könnte. Seit wann wusstest du, dass dieser Schakal mein Bruder war? Offenbar rechtzeitig genug. Ja, und ich kann nicht genug danken dafür. Was habe ich nur getan? Ich habe mich dem schlimmsten Kerl Magalans anvertraut und sein tödliches Spiel mitgespielt. Ich hoffe, du redest von Zadom. Nun, deine Rolle bei dem Ganzen steht auf einem ganz anderen Blatt. Und doch, ich werde meine Schuld bei dir abbezahlen. Bis auf den letzten Splitter. Wir haben noch eine Menge vor uns, also konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Ich muss mich erstmal sammeln.